allen Kontinenten gibt es Tierarten, die die Wildnis einer Region prägen. Aber nur die gefährlichsten und mächtigsten zählen zu den Big Five, den großen Fünf. Wir haben Asien mit der Kamera durchquert. Immer auf der Spur dieser außergewöhnlichen Tiere. Dank kundiger Helfer, die ihre Fährten lesen können, haben wir sie ausfindig gemacht. Die Big Five von Asien. Unser Weg führt uns nach Malaysia, auf die drittgrößte Insel der Erde. Borneo. Dieser Name hat einen Klang. Wild, ungezähmt, undurchdringlich und gefährlich. So klingt Borneo. Im Nordosten der Insel windet sich der Kinabatangan durch den Urwald. An seinen Ufern Asiens graue Riesen. Wir filmen in einem kleinen Seitenarm und überall tauchen Elefanten auf. Eine Hütte mit Menschen, wie gefangen in der Herde. Vor uns im Fluss badet eine Gruppe und versperrt den Weg. Wir kommen nicht mehr weiter. Mit dem dicken Hintern voran kann ihnen nicht viel passieren, das wissen sie. Es ist Angriffslust, aber keine Absicht zu töten. Es sind Pöbeleien von Jungtieren. Zwischen 3 und 5 Jahren schätzen wir ihr Alter. Die Hütte, nur 50 Meter entfernt, ist für uns im Moment unerreichbar. Es ist ein Außenposten von Wildhütern. Mit dem Rauch eines kleinen Feuers wollen die Männer die Herde auf Abstand halten. Dann sieht es so aus, als sei der Weg zu den Wildhütern frei. Fast 2 Tonnen wiegt der junge Bulle. Das Paddel in der Hand stoppt ihn. Wenn er einen überrennt, ist das wie von einem Auto überfahren zu werden. Die Wildhüter üben keinen Druck auf die Tiere aus, versuchen auch nicht, sie zurückzudrängen. Im Grunde ist die Herde friedlich. Die erwachsenen Kühe fressen, ein Kalb trinkt bei seiner Mutter. Es sind nur die Jungtiere, die sich mit ihren Stänkereien die Zeit vertreiben. Das Hinterteil ist unempfindlich, also wird rückwärts eingeparkt, bis irgendwas passiert. Normalerweise suchen Elefanten nicht die Nähe von Menschen. Der Posten der Wildhüter liegt einfach auf ihrer Wanderroute entlang des Kinabatangans. Es ist später Nachmittag. Um diese Zeit zieht es die Elefanten fast jeden Tag ans Wasser. Asiatische Elefanten lieben es zu baden, oft stundenlang. Doch dann ein Signal. Die Leitkuh ruft die Herde in den Wald.
Innerhalb weniger Sekunden verschwinden mehr als 30 Elefanten aus unserem Blickfeld. Kurz sind sie noch zu hören, dann sind sie einfach weg. Der Kinabatangan. Die Vielfalt an Tieren entlang seiner Ufer und in seinen Seitenarmen ist einmalig und Teil seines Geheimnisses, das der Fluss aber auf den ersten Blick verbirgt. Javaner-Affen. Fast alle Mütter haben ihre Babys in den letzten Wochen bekommen. So eint sie im Moment die Sorge um die Kletterkünste der Jüngsten. Der Varan hat die Nacht irgendwo in einer Höhle verbracht. Jetzt lässt er sich von der Sonne aufwärmen. Der Biss von Varanen ist gefürchtet. Und es sind nicht nur die Bakterien von Beute oder Aas auf ihren Zähnen, die böse Infektionen verursachen. Alle Varanarten besitzen auch Giftdrüsen. Schillernd bunte Farbkleckse sind immer wieder Eisvögel, die in drei Arten im Nordosten Borneos vorkommen. Ständige Begleiter unserer Fahrten sind Tiere, die es nur auf dieser Insel gibt. In den Baumkronen entlang der Seitenarme treffen wir mehrmals täglich auf Nasenaffen. Die Weibchen der Nasenaffen haben eine Vorliebe für Partner mit großen Nasen. So belohnen sie die Männchen mit Paarung, deren Riechorgane besonders groß sind. Im Laufe der Evolution hatte das Auswirkungen. Die Nasen der Männer wuchsen und wuchsen. Und die Frauen sind begeistert. Fast ebenso beachtlich ist eine gemeinsame Fähigkeit von Männchen und Weibchen. Nasenaffen sind begnadete Springer. Nasenaffen sind, ist auch Wasser. Sie sind die besten Schwimmer unter den Affen. Silberreiher genießen es, auf ihren Flößen den Fluss hinunterzutreiben. Wir haben die Herde wiedergefunden. Während der heißesten Stunden des Tages hatten sich die Elefanten in den Schatten zurückgezogen. Auch sie bekommen Sonnenbrand. Jetzt können wir sie gut beobachten. Die Bullen verlassen die Herde mit der Geschlechtsreife. Zurückbleiben Mütter, Töchter, Tanten und Omas. Elefantenherden sind Weibchenherden. Leitkühe führen die Familienclans an. Diese beiden tragen noch alte Senderhalsbänder. Der Wasserstand des Kinabatangan hebt und senkt sich mit den Gezeiten des Pazifischen Ozeans. Und bei Ebbe ist nicht jeder Zugang einfach.
Aber für die Schwerelosigkeit eines ausgedehnten Bades wird sich die Mühe lohnen. Andere wählen leichtere Einstiege. Die Bullen haben mit den Familienbanden und Hierarchien innerhalb der Herde nichts zu tun. Sie folgen den Kühen wie Satelliten. Und diese Einzelgänger genießen es, gemeinsam zu baden. Als wir einen Zahn zum ersten Mal sehen, sind wir beeindruckt von seiner Größe und seinem Auftritt. Er geht von einer zur nächsten, prüft, ob sie empfängnisbereit ist oder nicht. Er macht das mit dem Selbstverständnis von einem, der immer willkommen ist. Es sind mehrere Weibchenherden, die hier gerade aufeinandertreffen. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch immer mehr Bullen dazustoßen. Das Brüllen im Wald erzählt von ersten Rivalenkämpfen. Als es fast 100 Tiere sind, die sich am Waldrand versammelt haben, entsteht eine Anspannung, die sich zwischen den Bullen in Rangeleien entlädt. Einer scheint über dieses Imponiergehabe völlig erhaben. Ein Zahns Vorrecht tastet keiner an. Kurz bevor es dunkel wird, fällt uns ein zweiter, mächtiger Bulle auf, mit sehr langen Stoßzähnen und einem Schwanz, dem ein Stück fehlt. Elefantenkühe müssen alles Aufregende laut besprechen. So ist es auch jetzt. Irgendetwas passiert gerade. Ein Zahn und der Bulle mit den langen Stoßzähnen sind aneinander geraten. Ein Zahn schiebt den Rivalen zurück in den Fluss. Die Kühe tauschen sich darüber aus, was sie beobachtet haben. Wir hatten gehofft, die Herde filmen zu können, wenn sie den Fluss überquert. Aber irgendwann ist es zu dunkel. Auf unsere Lampen reagieren die Elefanten scheu. Wir brechen ab. Am nächsten Morgen sind wir vor Tagesanbruch zurück. Doch die Elefanten sind verschwunden. Dann finden wir am anderen Ufer Spuren. Die Herde hat den Kinabatangan bei Dunkelheit überquert. We missed it. This is, yes, Lassie. Die Bullen waren sehr aggressiv gestern Abend. Wir sind entsprechend vorsichtig, als wir nach der Herde suchen.
Eine Elefantenherde hinterlässt nicht eine Schneise der Verwüstung. Die Spuren, die wir finden, führen in einem großen Bogen zurück zum Fluss. Ein einzelner Elefant ist der Herde noch nicht gefolgt. Es ist der Bulle mit den langen Stoßzähnen. Als wir seinen kurzen Schwanz sehen, sind wir sicher. Er hält Abstand zu Einzahn. Wir haben uns mit Wildhütern verabredet. Mit ihrer Hilfe haben wir die besten Chancen, die Elefanten wiederzufinden. Ein Stück entfernt vom Fluss, an einem Altarm, sollen sie sein. Etwa 40 Tiere. Es ist streng verboten, ohne die Ranger an Land zu gehen, denn es gab schon Tote. Zuletzt eine australische Tierärztin, die einen Bullen fotografieren wollte. Er erdolchte sie mit seinen Stoßzähnen. Sie sind ganz nah. Ein, zwei Tiere werden uns vielleicht angreifen. Seed arbeitet seit 20 Jahren hier als Tierfotograf. Er hat noch ein paar Tipps. Die Wildhüter, die uns führen, haben Erfahrung mit den Elefanten. You saw elephant? Yeah. Just 50 meters from me. Noch 50 Meter. Die Herden gelten nicht als angriffslustig. Man muss einfach mit Bedacht vorgehen, respektvoll die Tiere im Auge behalten und entsprechend reagieren. Da sind sie. Eine Elefantenkuh führt ein Kalb. Es liegt am Boden und schläft. Die Herde steht still dabei. Im Moment ist alles friedlich, doch das kann sich ändern. Wenn etwas passiert, wenn die Elefanten versuchen, uns anzugreifen, keine Panik, findet einfach einen großen Baum. Es sind nicht so sehr die Weibchen, die uns Sorgen machen, sondern die Bullen, die die Herden umkreisen. Es ist im Wald mehr zu hören als zu sehen. Die Wildhüter schätzen die Gruppe auf etwa 40 Tiere, von denen wir nur 8 oder 10 im Auge behalten können. Wir gehen noch nicht näher ran. Und das ist gut so. Und jetzt? Fendi meint, es sind viele große Bullen dabei. Und wenn die sich bedrängt fühlen, dann wird es gefährlich. Also Schluss für heute. Altarme, die der Kinabatangan abgeschnürt hat, bieten Wasser genug. Die Elefanten kommen tagelang nicht mehr zum Fluss. In den Seitenarmen drängt sich das Leben. Ein Fischotter. Die jungen Männchen verlassen ihre Familien, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Sie durchstreifen den Wald, nutzen Bäche und Flüsse wie Straßen, bis ihnen kein Geruch eines anderen Männchens mehr in die Nase steigt und sie sich niederlassen. Der Fisch-Uhu hat nachts Amphibien und Fische gefangen. Er ruht tags im dichten Laub. Die Javaner-Affen bewegen sich im dreidimensionalen Raum. Es gibt bei jeder Bewegung auch das nach oben und nach unten. Wer ein Auge verloren hat, verliert die Fähigkeit, dreidimensional zu sehen.
Für einen Affen ein gravierendes Handicap, denn Entfernungen präzise einzuschätzen, ist überlebenswichtig. Das Klettern und Balgen der Jungtiere in den Baumkronen braucht zwei Augen. Dann ist es von schlafwandlerischer Sicherheit. Und wer sie sucht, ein, zwei, vielleicht drei Tage lang, der wird sie hier finden. Orang-Utans. Das Fell ist dunkler, bräunlicher als bei den Verwandten auf Sumatra. Und auch die Weibchen sind kräftiger. Orang-Utans fressen Früchte, die uns noch lange nicht reif genug wären. Die Rambutan-Frucht ist leuchtend rot, wenn man sie auf den Märkten kauft. Wie alle Orang-Utans lebt auch sie sehr einzelgängerisch. Ihre Begegnung mit Männchen beschränkt sich auf meist ruppige Paarungen. Sie sind wieder am Fluss. In einem Elefantenleben bestimmt das Fressen den Rhythmus. Denn bis zu 18 Stunden am Tag brauchen sie, um die nötige Menge Nahrung aufzunehmen. Und es ist keine Marotte, wenn sie gründlichst die Erde aus den Wurzeln des Grases herausschleudern. Sechsmal im Leben schieben sich neue Zähne in die Kiefer der Elefanten. Wenn der letzte abgenutzt ist, wird das Tier allmählich verhungern. Alles, was die Zähne abschmirgelt, Erde, Sand, Steinchen, muss raus aus dem Fressen. Auch unser Einzahn gibt sich alle Mühe. Die Herde hat sich 4 Tage lang nicht fortbewegt. Vielleicht war das der Grund. Die Elefantenkuh ist Mutter geworden. 100 Kilo mag der Zwerg wiegen und die müssen erstmal hochgestemmt werden. Von Anfang an fiel uns auf, dass Tiere Halsbänder tragen, manche mit einem runden Sender oben auf. Der übermittelt permanent den Standort der Tiere an Wissenschaftler. Andere haben den Sender längst verloren, aber noch immer tragen sie die massiven Bänder. Senderhalsbänder. Sie den Tieren anzulegen, ist ebenso notwendig wie gefährlich. Das wollen wir sehen. Acht Autostunden südwestlich, nahe der indonesischen Grenze, wird gerade ein Waldgebiet von ca. 500 Quadratkilometern dem Erdboden gleichgemacht. Nirgendwo wird so viel Regenwald gerodet wie hier auf Borneo. Das Land wurde von der Regierung verkauft. Die Urwaldriesen wurden und werden gefällt. Ein totaler Kahlschlag. In etwa 2 Jahren werden hier ausschließlich Ölpalmen stehen. Umweltschützer versuchen, den Schaden wenigstens zu begrenzen. Bert Dowsip ist der beste Fährtensucher, den der WWF Malaysia hat. Bert ist hier, um eine Herde Elefanten zu finden. Die Spur ist nicht mehr frisch, sie ist von gestern. Am Rand ist die Erde schon leicht angetrocknet. Bird liest die Zeichen, wie er es nennt. Manchmal sei das sehr einfach. Bei der Fahrt über die Brücke sehen wir sie.
Diana Ramirez ist Tierärztin. Sie will eine Elefantenkuh besendern. Seit es Elefanten auf Borneo gibt, durchwandern sie diese Wälder. Und wenn die weg sind, werden die Elefanten ihre alten Wege in Palmplantagen suchen. Wir wissen, die Stimmung in dieser Region Borneos ist nicht gut gegenüber Elefanten. Vor einem Jahr wurde eine ganze Familie vergiftet. 14 Tiere starben, nur ein Baby überlebte. Es war zu jung, um die vergifteten Pflanzen zu fressen. Aber in der Obhut von Menschen verweigerte es die Nahrung und ging nach ein paar Wochen ein. Der WWF Malaysia finanziert die Besenderung von Elefanten. Denn wer genau weiß, wo sie sich bewegen, kann versuchen, eben diese Regionen gezielt zu schützen. Diana Ramirez sucht nach einer Elefantenkuh mit Jungtier, denn die ist fest in die Herde eingebunden. Das Sendersignal wird dann die Bewegung der ganzen Herde zeigen. In diesem Moment überquert eine Kuh mit Kalb den Fluss, ohne dass andere Herdenmitglieder folgen. Jetzt muss alles schnell gehen. I am in a hurry. Sie muss sich beeilen. Denn sie will nicht, dass viele Elefanten auf diese Flussseite wechseln. Wenn es gelingt, die Kuh zu treffen, wird sie davonrennen und vielleicht wird die Herde sie beschützen. Darum ist es einfach besser, wenn weniger Elefanten auf dieser Seite des Flusses sind. Bird geht vor. Das Gelände ist unwegsam, mit viel Unterholz. Weit sehen kann man nicht. Das bedeutet, Jana muss sehr nah an die Elefantenkuh herankommen. Und Bird muss sie erst mal finden. Hier sind sie gelaufen. Er sieht die Zeichen. Mutter und Kind machen keinen Stopp. Sie gehen weiter. Die Chance, sie jetzt schnell allein stellen zu können, wird kleiner. Denn noch mehr Elefanten haben den Fluss überquert. Ein Weibchen ist hier. Wir wissen nicht, ob sie ein Junges hat. Das prüfen wir gerade. Und es ist ein Bulle hinter uns. Eine Kuh mit Jungtier muss es sein. Es dauert, bis Diana im dichten Unterholz die richtige findet. Die Elefanten wittern die Menschen. Mittlerweile ist die ganze Herde wieder zusammen. Diana hat ein Tier ausgewählt. Bis die Narkose einsetzt, heißt es warten. Trotzdem steigt die Anspannung weiter. Jetzt kommt der gefährliche Teil. Wir müssen sie vertreiben, denn ich komme an das betäubte Tier nicht ran, wenn die anderen in der Nähe sind. Sie würden bleiben und es verteidigen. Doch die Elefanten ziehen ab, ganz ohne Widerstand. Denn zurück bleibt nicht eine betäubte Mutter, sondern ein Narkosepfeil, der sich nicht entladen hat. 90 Kilo Ausrüstung schleppen sie mit. Die Umweltschutzorganisation arbeitet mit dem vierköpfigen Team von Diana Ramirez nicht zum ersten Mal zusammen. Mehrere Elefanten haben sie schon besendet. Wieder haben sie ein Tier ausgewählt. Die Elefanten fühlen sich mittlerweile bedrängt und sind aufgeregt. Der Pfeil trifft an der richtigen Stelle. Ob er sich entladen hat, werden Sie in ein paar Minuten wissen.
Es ist soweit. Nur etwas Murren bei den Tieren und sie ziehen ab. Und diesmal bleibt eines zurück. Sie brauchen eine Narkose im Stehen. Im Liegen können sie gar nichts tun. Sie müssen sie wieder auf die Beine bekommen. Die Narkose ist eine Gratwanderung. Die Elefantenkuh darf nicht so stark betäubt sein, dass sie sich hinlegt, muss aber so benommen sein, dass sie nicht mehr gefährlich werden kann. Nach ein paar Metern stoppt ein Seil das Tier. Die Kuh ist wach, aber ruhig gestellt. Das Team arbeitet ab jetzt im gefährlichsten Bereich des Elefanten. Holzstangen fixieren den Kopf. Ein Bleigewicht sorgt dafür, dass der Sender immer oben am Nacken bleibt. Die Narkose ist Stress für den Elefanten. Diana gibt ihm etwas Stärkendes. Ein Gegenmittel wird die Kuh in 2 bis 3 Minuten wieder fit sein lassen. Gerade noch Zeit, eine kleine Kamera vor ihr zu montieren. Geschafft. Sie wird ab jetzt den Naturschützern Daten liefern, die helfen können, ihre Wanderwege zu sichern. Zurück am Kinabatangan. Elefanten müssen wandern. Ihr Appetit würde sonst einen Landstrich allmählich verwüsten. Am Kinabatangan sind es hunderte Flusskilometer, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie wandern nicht jeden Tag. Manchmal wird eine Herde gebremst, weil ein Neugeborenes nicht vom ersten Tag an Schritt halten kann. Aber unter normalen Umständen ist es kein Problem für Elefanten, in einer Nacht 20 oder 30 Kilometer zu gehen. Auch Flussüberquerungen sind fast alltäglich. Elefanten sind gute Schwimmer. Nur die Allerkleinsten werden von Müttern, Tanten oder Geschwistern unterstützt. Die Mutter dreht sich beim Schwimmen immer wieder auf die Seite, um mit ihren Beinen das Neugeborene über Wasser zu heben. Von einem Bullen am Kinabatangan sind monatelang die Daten seines Senders ausgewertet worden. Von ein Zahn, so lange, bis der Sender an irgendeinem Ast hängen blieb und verloren ging. Fast den ganzen Juli verbrachte ein Zahn in einer Palmenplantage. Im August wanderte er flussaufwärts, danach flussabwärts bis fast zur Küste. Dieser Weg war nicht nur Einzahns Weg, denn er ist den Weibchen gefolgt. Die Notwendigkeit für Elefanten zu wandern, um nicht ihren eigenen Lebensraum zu zerstören, stößt überall in Asien an ihre Grenzen. Urwald wird gerodet, Land kultiviert, die Bevölkerungszahlen explodieren. Und so hat auch der Kinabatangan, an dessen Ufer so unglaublich viele Tiere zu finden sind,
ein sehr schmerzhaftes Geheimnis. Dieser Urwald, der Elefanten und Orang-Utans beheimatet, ist manchmal nur noch eine hauchdünne Kulisse. Ölpalmen, soweit das Auge reicht. Malaysia produziert das meiste Palmöl weltweit. Stundenlang kann man auf Borneo fahren und fährt doch nur durch Palmplantagen. Nirgendwo auf der Welt wird Regenwald schneller zerstört. Man sieht den Kinabatangan anders, wenn man das weiß. Und die Freude, so oft auf Elefanten und Orang-Utans zu treffen, ist nicht mehr so groß. Sie haben einfach keinen Platz, anderswo hinzugehen. Der Schlangenhalsvogel hat sich einen kleinen Wels geschnappt und wirft ihn in die Luft, um ihn in den Schnabel zu befördern. Er erlegt seine Beute wie mit einem Speer. Dann zappelt sie am Schnabel und nur mit einem eleganten Wurf bekommt er sie in den Schlund. 3 bis 4 Fische zum Frühstück. Dann wird in der Sonne das Gefieder getrocknet. Auf ihrer Wanderung flussabwärts queren die Elefanten den Fluss Menangol. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Ort Sukau. Die Ufer des kleinen Seitenarmes sind steil und rutschig an dieser Stelle. Runter ist das für Elefanten kein Problem, aber beim Rausklettern wird es nicht so einfach werden. Elefanten sind keine tollpatschigen oder plumpen Tiere. Sie müssen ausgewachsen mehr als 3 Tonnen Gewicht bewegen. Und wenn sie nicht in Eile sind, lassen sie sich dafür einfach Zeit. Der lehmige Hang ist glatt wie Schmierseife. Und die Elefantenkuh findet nur Halt mit ihren Zehennägeln. Es ist ein Balanceakt, das merkt man ihr an. Aber sie schafft es. Und die Jungtiere wollen hinterher. Die Frage ist nur, wer darf zuerst? Ein Zahn. Er folgt der Herde wie ein Schatten. Ihr Weg führt die Elefanten genau auf den Ort zu. Sukau ist eine Siedlung mit einem kleinen Ortskern. Ansonsten stehen die Häuser lose verstreut in den Grundstücken und Gärten. Für Elefanten sind diese Wiesen und Felder ihre angestammten Wohngebiete, in denen Menschen Störenfriede sind. Als die Elefanten kamen, hat sich die Familie Richtung Ufer zurückgezogen. Die Menschen sind nicht in Panik. Wenn es an Land wirklich gefährlich wird, bleibt ihnen die Flucht in ein Boot.
Elefanten brauchen für ihre Wanderungen durchgehende Flächen, zumindest Korridore, die größere Waldgebiete verbinden. Alle paar Monate ziehen sie hier vorbei. Manchmal bleiben sie ein paar Tage. Wenn Wanderwege zerstört sind, ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zu Konfrontationen kommt, die übel ausgehen können. Ein paar hundert Meter weiter rufen uns zwei Kinder zu Hilfe. Rund um ihr Haus erwachsene Elefanten, schon wütend auf Menschen, die sie vertreiben wollen. Und was wir dann erfahren, erschreckt uns. Drinnen in der Hütte sind noch mehr Kinder und ihre hochschwangere Mutter. Allein traut sich der Mann nichts zu unternehmen. Wir müssen helfen. Sie haben über viele Stunden Todesängste ausgestanden. Es ist sicherlich nicht das letzte Mal gewesen, dass Elefanten und Menschen am Kinabatangan aneinander geraten. Es ist eng geworden, nicht nur auf Borneo, sondern überall in Asien. Und das spüren natürlich die Tiere am meisten, deren Leben von weiten Wanderungen geprägt ist. Asiens Elefanten werden lernen müssen zu teilen. Die Menschen am Kinabatangan auch.